ein unheilbringender Dämon, erschaffen, um Menschen auszulöschen. Ihr Blut kann ganze Dörfer ausrotten, ihre Haare tragen das böse Material in sich und am allerschlimmsten ist ihr Blick. Oh Gott! Hä? Warte mal, die ist ja ganz kawaii! Was es mit dieser gezeichneten Figur auf sich hat, fragt ihr euch? Ich kann euch auf jeden Fall versichern, dass das schon mal nicht das neue Schwester Joy Design ist. Um euch die Geschichte am einfachsten zu erklären, fangen wir lieber ganz von vorne an. Transition. Im August 2014 postete ein User der Seite 4chan ein Bild. Ein Bild, welches für viel Leid und Angst sorgen sollte. Auf dem Bild war ein Manga-Mädchen zu sehen, mit einem Schädel in der Hand, dem Blut aus den Augenhöhlen läuft. Ihre Haare gleichen einer Mikroskopaufnahme des Erregers Ebola. Der Name der Figur, Ebola-Chan. Unter dem Bild die Aufschrift: Du wurdest von der Ebola-Chan besucht. Entsetzliche Schmerzen und Tod werden dich heimsuchen. Wenn du nicht die Worte "Ich liebe dich, Ebola-Chan" unter diesem Post. Der eigentlich harmlose Spaß stieß in Afrika nicht auf viele Anhänger. Ich meine, wir alle kennen diese komischen und sinnfreien Kommentare auf Facebook wie: Achtung, wenn du das gerade liest, kommt morgen Bisasam bei dir vorbei und vergewaltigt dich mit seiner Rasierblattattacke rektal. Außer du postest das an 10 weitere Leute, dann kommt er doch nicht. Leute, tja, das Bild fand irgendwann irgendwie seinen Weg in das nigerianische Forum Nairaland. Dort schrieb ein User dazu: Es gibt einen neuen Rassistenkult in Europa und in den USA. Sie hassen Afrika. Sie beten einen Ebola-Dämon an, den sie Ebola-Chan nennen. Direkt unter dem Beitrag postete der User noch einige zwielichtige Bilder, um seine Aussage zu unterstützen. Darunter zum Beispiel dieses Bild, wo man meinen könnte, dass das irgend so ein Fanart ist. Und was zum Yaoi-Gott hat dieser Degen da verloren? Ein Altar nehme ich mal an? Auf dem Bild, was der User gepostet hat, wurde sogar das falsche Symbol benutzt. Ich glaube, sie wollten ein Pentagramm zeichnen und kein Judenstern? Und zu guter Letzt der Klassiker: Blut auf dem iPad. Ob die Garantie da noch gilt, das wissen wohl nur die Götter. Weiter heißt es: Angeblich stecken einige Ebola-Doktoren mit denen unter einer Decke. Und anstatt die Krankheit zu bekämpfen, verbreiten sie sie. Jetzt kommt das Beste vom Besten. Sie sollen sogar die Herzen ihrer Opfer essen, weil diese ihnen einen magischen Schutz bietet. Alter, sind wir hier in Sailor Moon oder was? Was für magischen Schutz, Mann? Jetzt mal im Ernst. So ein Mythos-Verschwörungstheorie ist wohl das Letzte, was Afrika jetzt gerade braucht. Anstatt den Menschen dort, die sowieso leider nicht die Gebildetsten sind, weil sie einfach keine Bildungsmöglichkeiten haben und daher stark dazu tendieren, jeden Müll Glauben zu schenken, Hilfe und Aufklärung zu bieten, wird dort regelrecht die Hoffnung auf eine zukünftige Besserung zu Brei getreten, Alter! Gerade in den ländlichen Gegenden wird die Arbeit der Helfer in ihren blauen Schutzanzügen skeptisch beäugt. In Guinea sind am vorletzten Freitag 8 Mitarbeiter von einem wütenden Mob gelyncht wurden. Ist das euer Ernst? Die Sache eskaliert und es ist keine Besserung in Sicht. Und außerdem denken jetzt sogar schon die Afrikaner schlecht über Anime und Manga. Als wäre es nicht schon schlimm genug, dass unsere Gesellschaft hier das schon nicht akzeptiert. Und jetzt auch noch das, ey, ganz ehrlich. Da dies eigentlich kein Thema ist, über das ich spreche, würde es mich umso mehr interessieren, was ihr über diese ganze Sache denkt. Mit dem Rassismus und Ebola-Chan und generell dem ganzen Problem in Afrika. Lasst es mich wissen, schreibt in die Kommentare, verbreitet eure wunderbare Kawaii-Meinung. Ich wünsche euch noch einen gesunden Abend, Mittag, Morgen. Macht's gut. Yaoi.